Zu Beginn der Planungsphase des Arbeitsauftrages vergewissert sich der Elektromeister, dass der Auftrag erteilt wurde. Jetzt werden je nach Größe des Auftrages technische Zeichnungen am PC erstellt. Je nachdem, wann welche Elektroinstallationsarbeiten durchgeführt werden müssen, wird das Fachpersonal der Elektrofirma eingeteilt. Eventuell ist eine terminliche Abstimmung mit anderen Gewerken, wie zum Beispiel dem Malerhandwerk, notwendig. Der Elektromeister bzw. der Lagerist stellen im Lager die benötigten Materialien zusammen. Diese Materialien und die erforderlichen Werkzeuge werden anschließend in ein Firmenfahrzeug verladen. Die Planungsphase ist nun abgeschlossen. Der eingeteilte Geselle fährt zum Kunden. Dort beginnt die Durchführung des Auftrages.